Ich höre Daka Daka Daka. War das ein Turm? Nein. Okay, Problem. Großes Problem. Dass wir es lösen, indem wir hier oben, wo wir eh noch nichts geplant haben, soweit ich weiß, Stromzellen hinklatschen. Irgendeiner von euch ist falsch. Die hier alle. Und der da. Und der da. Und der da. Na, das irritiert mich jetzt. Welches System ist richtig? Kennt ihr den Film Colossus, wo die zwei Supercomputer aufeinandertreffen? Und dann diskutieren sie aus, wer das richtige System hat mit Mathe und so? Ja, es klingt jetzt nicht so spannend, aber es ist ein sehr cooler 60er-Jahres-Fiction-Film. Das erinnerte mich gerade dran. Also ich baue das einfach mal so weiter, baue dann die Solarzellen hin und hoffe, dass es richtig ist. Und dazu haben wir es jetzt noch Nacht. Sehr schön. Das geht sich nicht auf. Die bauen wir hin wie Fabriken. Okay. So. Was produzieren die? Gar nichts gerade. Ja, was würden sie produzieren, wenn sie laufen würden? Du dein. Und ich muss mich jetzt bei dem System orientieren. Was nun richtig ist. System, sag mir, was ist richtig und was ist falsch. Ich kann mich nicht orientieren. Das da ist falsch. Weil das hier ist die Großzahl an Pfosten. Und die Großzahl an Pfosten sagt, was richtig und falsch ist. Die Metapher wird immer besser. Es war gerade das Real Life. So, du dahin, du dahin, du dahin, da. Das heißt, müssen wir jetzt alles um ein Feld verschieben. Junge, hoch. Dahin. Ah, hier war ein Problem. Ja gut, das kann auch ruhig so bleiben. Aber ich will wenigstens das hier richtig haben. So. Also wir haben ein wenig was geschafft in dieser Aufnahmesession. Wir haben die blauen Tränke angebaut. Wir haben hier bei den Flüssigkeiten ein bisschen Schadensbehebung gemacht. Wir haben angefangen, das Rohöl hoch zu verschaffen. Wir haben Kupferplatten und Eisenplatten optimiert. Jetzt kommt wieder Wasser da oben an, aber nicht viel. Ich verstehe das nicht. 8,2. Ich probiere mal kurz was. Ich reiße die Pumpen mal ab und setze sie einfach neu hin. Da. So. Jetzt kommt da 10. 9,1, 9,2. Das ist jetzt alles kaltes Wasser. Dessen bin ich mir bewusst. Aber es müsste wenigstens Wasser jetzt wieder oben ankommen. Dieses Dacker-Dacker-Geräusch, was ich höre, das sind die Rohre, wenn das Wasser da durchgluckert. Ja, nee, also Strom ist ein großes Problem. Da werden wir uns auf jeden Fall die nächsten Folgen drum kümmern müssen. Ich hoffe mal, die Solarzeilen reißen jetzt ein bisschen was. Die machen 60 Kilowatt. Wie viel Verbrauch haben wir? Consumption. Megawatt. 7,3 Megawatt. Durch 60. Brauche eine Menge davon. Gucken wir mal, wie das gleich aussieht auf der Übersicht hier. Produzenten, wir sind bei... Och, ja doch. Also wenn wir 6-mal so viel bauen würden, das wäre hier die Wand hoch. Kupferplatten fehlen. Dann könnten wir das ersetzen. Problem ist halt nur, dass sie nur 50% der Zeit so viel Leistung bringen. Das heißt, wir brauchen sehr viele Akkumulatoren. Aber das teste ich mal. Und ich sehe gerade, ich habe momentan gar keine Möglichkeit, an Kupferplatten zu kommen. Aber doch hier. Sehr gut. Gib mir mehr davon. Was fehlt jetzt? Chips. Grüne Chips. Mann, Mann, Mann. Immer was zu tun, ne? Also mit dem Strom irritiert mich jetzt aber echt mit dem Wasser. Wir hatten schon mal das Problem gehabt. Dann haben wir einfach eine Pumpe dazu getan und dann war alles gut. Aber das klappt jetzt nicht.
Warum sind da Eisen... Ah, die Eisenplatten wieder. Schleichen sich überall mit ein, wegen der einen Eisenplattenexplosion. So. Solarzellen werden gebaut, das ist okay. Wasser. 10, 10, 9,9. 9,7, 8,2, 8,0, 7,9, 7,6. Ja, füllt sich alles wieder. Also dadurch, dass ich die Pumpen einfach nur einmal abgebaut habe und wieder hingestellt habe, dadurch ist das Problem behoben worden. Was? Warum? Okay, und ich habe eine Pumpe noch dazugestellt. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern das irgendwas beeinflusst hat. Aber das lässt sich doch ganz einfach testen. Durch mehr. Einfach mehr. Und dann gucken wir, ob das jetzt positiv beeinflusst wird oder nicht. Wir hauen jetzt einfach noch zwei Pumpen dahin. Mit noch mehr Wasser. Und gucken, ob jetzt die Dinger oben irgendwann bei 10 ankommen. Also eben gerade waren sie bei 8 rum. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr kaltes Wasser. Hier, 8,1. Wieder lustiges auf Zahlen starren. Ja, und währenddessen kann ich mir überlegen, was wir in den nächsten Folgen noch so machen. Und es wird weniger. Wir sind bei 8,0. Das ist nicht gut. 8,1? 8,0. Also, nächste Folge. Strom. Ich will ganz viele Solarzellen aufbauen. Und ganz viele Akkumulatoren. Dass wir nach und nach mehr auf Solarenergie umschwenken. Ich werde die Dieselgeneratoren, oder Quatsch, die Kohlegeneratoren hier noch weiter laufen lassen, weil sie halt eine gute Kraftmaschine sind und sie helfen halt auch, die Akkumulatoren zu füllen. Und sie fangen halt nachts den Verbrauch ein wenig auf. Das heißt, wir können das Ganze hier zurecht trimmen, obwohl es so eigentlich ganz okay aussieht. Eventuell kommen die vier hier noch weg, damit wir hier mehr Platz haben für Akkus. Dann haben wir hier so einen richtig schönen Block aus Steam Engines und dann hier Akkumulatoren und dergleichen. Und die Akkumulatoren sollten hier eh ganz hochgezogen werden, an der Verteidigungsanlage lang. Also, ne? Wo ist die Karte? Da. Einmal hier ganz runter. Da ganz runter, da ganz hoch, da ganz rum, da ganz hoch. Das müsste sich läppern mit der Anzahl an Akkumulatoren. Die dürften dann eventuell auch reichen. Und das auf Zahlen starren war nicht gut. Es wird weniger. Wir haben zwei neue Pumpen hinzugefügt und es wird weniger Wasser in den Rohren. Könnte mir da jemand bitte die Physik hinter erklären? Oder die Spielphysik zumindest. Na gut. Ich laufe nach unten und kümmere mich ein bisschen ums Öl, während ich weiter drüber nachdenke, was ich in den nächsten Folgen mache. Also Akkumulatoren bauen, Solarzellen bauen, ja. Rote Engines, ja. Blaue Tränke. Für die blauen Tränke bräuchten wir eigentlich Dingensbummens. Einen kleinen Fabrikkomplex, der Smart Inserter baut. Also auch einen, der Fast Inserter baut. Das dauert noch eine ganze Ecke. Und ihr habt langsam kein Öl mehr. Oder nicht mehr so viel Öl. So. Ja, es geht recht schnell runter. Also es fängt an bei 5 noch was oder 8 noch was. Ich kann mir mal die Ölpfützen hier angucken. Hier waren ja unterwegs welche. Da. 111 hielt. Aber es ist dann sehr schnell vorbei. Da ist noch 87% hielt. Ich glaube, ich hau mal hier ein bisschen Holz weg, damit ich die auch öfter sehe. Und dann zapfen wir die auch demnächst an. So. Was ich auch noch nicht beobachtet habe, also weil ich es halt nicht beobachtet habe, nicht weil ich es nicht gesehen habe beim Beobachten, ob sich die Ölquellen irgendwie regenerieren. Was nicht gerade logisch wäre, weil es ist halt beschränkte Ressource. Aber dem Spiel könnte man sowas zutrauen. Weil ich hatte ja hier... Wo hatte ich meine eigentlichen Ölfelder? Es war hier in der Nähe. Da? Ja, 14%. Und das können wir nicht mehr sehen, weil... Doch da, 11%. Nö, regenerieren sie wohl nicht, weil die standen schon eine ganze Weile da, jetzt brach. Das heißt, das wird mit eins der... Ach du Kacke. Das wird mit eins der Probleme sein später. Ich sollte mich ins Zeug legen. Ich sollte nicht so viel rumalbern mit Optik und was weiß ich. Ich sollte einfach ganz viel produzieren. Vor allem Forschung. Sonst werden wir gleich überrannt. Und das wäre ja nicht so schön. Und die stehen leider falsch. Und ja, ich weiß, was ich gerade über Optik gesagt habe.
Aber das ist jetzt noch schnell behebbar. Wenn wir später die ganzen gebaut haben, wäre es doof. Also, die. So. Falsch. Wir brauchen noch Strommasten. Dafür brauchen wir Stahl. Okay, setzen wir euch kurz zu Ende hin. Du. Alles gut. So. Strommasten. Stahl. Da, Stahl. Stahl, komm mit. Strommasten, komm her. Plastik. Plastik ist nicht so gut. Batterien erholen sich langsam, aber es sind noch nicht so viele. Ja. Ich weiß nicht. Wir haben so einen hohen Verbrauch an Öl. Das ist irgendwie nicht so wirklich toll. Heißt, wir müssten eigentlich langsam anfangen, Kolonien zu bauen. Und wir schaffen es noch nicht mal, unsere Heimat hier ordentlich abzusichern. Wobei zu erwähnen wäre, dass eine Kolonie wesentlich kleiner und kompakter ist. Dann kann man auch schneller die Türme drumherum ziehen und so weiter. Aber ich hätte es eigentlich ganz gerne, dass hier die Basen in unmittelbarer Umgebung erstmal weg sind. Also die kleine da, die müssten wir packen können. Und das da muss weg. Weil die fressen durchgehend unsere Verschmutzung, die werden immer stärker. Das heißt, die kriegen bald Medium-Biter, also mittlere Beißer und Big-Biter. Die werden dann ganz schön garstig. Da reichen die paar Fisseltürme, die ich da habe, nicht aus. So, Strom. Ganz viel Strom. Hier sollen eigentlich die Akkus hin, ha? Huh? Und eine Mauer. Gut, bauen wir erstmal hier nichts hin, sondern machen nur hier weiter. Flup, 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 flup. Aus? Oh, das war's schon. 2,6 Megawatt, hey. Das geht. Also wenn ich das echt noch ein bisschen weiter hochziehe, ist wesentlich mehr Platz weg. Aber wenn ich das jetzt hier hochziehe, weil wir den Platz hier links eh nicht brauchen, dann haut das hin. Wie sieht's mit den Akkus aus? Was brauche ich dafür? Akku. Basic-Akkumulator. Eisenplatten und Batterien. Batterien wird das Hauptproblem sein. Eisenplatten, ne? Ist ja kein Ding. Aber Batterien? Schwefelsäure. Haben wieder Öl. Und Öl ist wieder Mangelware. Und, naja. Nicht so schön. Komm mal mit. Wir hätten gerne 18 Akkumulatoren. So, hier. Britzel. So. Hier oben müsste es eigentlich weitergehen. Da. Und nein, das ist jetzt keine optische Sache. Das ist kriegswichtige Vorbereitung des gleichartigen Aufbaus. Das klingt schon mal gut rausgeredet. So. Passt, okay. Wie viel passt überhaupt rein? Steht das irgendwo? Energy Capacity, 5 Megajoule. Okay, wir haben einen Verbrauch innerhalb von... Was? Innerhalb von 5 Sekunden haben wir eine Produktion von 2 Megawatt. Innerhalb von einer Minute haben wir doppelt so viel. Da ist irgendwas in der Rechnung ganz schön komisch, oder? Sehe ich da was falsch? Na gut, nehmen wir mal eine Stunde. Hä? Achso, weil er erst seit kurzem zählt. Ja, okay. Also 5 Sekunden. Und es wird dunkel. Wir müssen das hier bei den Abnehmern machen. Innerhalb von einer Stunde. Wie viel wird verbraucht? Auch das können wir nicht ordentlich ablesen. So, 5 Sekunden. In 5 Sekunden 1,7 Megawatt.
3, 5, 6, 7, 8 Megawatt rum. Pro was? Pro Sekunde? Kann nicht sein. Pro 5 Sekunden. Irgendwie komme ich da aber nicht zurecht. Ich würde gerne wissen, wie viel Strom wird innerhalb von einer Stunde verbraucht. Und das kann ich hieran nicht ablesen. Ich übersehe wahrscheinlich irgendwas, aber ich blicke das nicht durch. Was aber hier oben schon mal schön angezeigt wird, ist, wie viel Kapazität wir haben. 185 MJ gerade. Das heißt, wenn wir spaßeshalber einfach mal den Strom kappen unten. Sollte ich eigentlich nicht machen. Nee, das lasse ich lieber. Das müssen wir im Notfall gucken. Also, wenn mal wieder das Kohlekraftwerk spinnt, dann gucken wir, wie schnell die Akkus hier alle sind. Pritzel. So, das sieht schon mal ordentlich aus. Und macht halb so viel Leistung. Gar nicht. Macht tagsüber halb so viel Leistung wie das Kohleding. Also macht insgesamt ein Viertel der Leistung von dem Block da unten. Und nimmt jetzt schon doppelten Platz fast weg. Aber gut. Das bauen wir weiter aus. Dann Komplex für Fast Inserter und Smart Inserter. Hatte ich das nicht schon? Ne, ich hatte nur normale Inserter. Aber das könnten wir in einem Komplex reinbauen. Also wir bauen einfach hier einen so einen Fabrik-Vierer-Blob. Und da werden dann Fast Inserter hergestellt und gleich im Anschluss in anderen zwei Fabriken die Smart-Dinger.